Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rickman. Ich bin zurück mit einem neuen PSA Grading Reveal und wir fangen direkt wie immer ohne Umschweife an und wir haben als erstes den Martin. Der Martin hat ein paar Karten zurückbekommen, unter anderem einmal Luka Doncic, Donruss Rated Rookie und hier gab es eine PSA 7. Dann haben wir eine Michael Jordan, Upper Deck 1992 und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir als nächstes Joe Burrow mit einem Rated Rookie, auch ebenfalls Donruss, genau wie Luca. Und hier gab es eine PSA 10. Dann haben wir Justin Herbert mit dem Green Prism Rookie und hier gab es eine PSA 9. Als nächstes haben wir wieder Joe Burrow mit einem Red Mojo aus Donruss Optik, sehr, sehr schöne Karte. Hier gab es eine PSA 9. Und zu guter Letzt haben wir Chase Young auf 10 mit dem Gold Prism aus Select. Richtig, richtig nice Karte. Und hier gab es eine PSA 10. Weiter geht's mit dem Udo. Und der Udo hat bei mir im Break eine Franz Wagner Gold Fast Break aus Mosaic gezogen. Und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir als nächstes den Nick und der Nick hat zwei Karten zurückbekommen und einmal Cameron Johnson mit dem NBA-Debüt Genesis und hier gab es eine PSA 9. Und die zweite Karte ist ein Diecard Test of Time Asia Gold auf 10, Chris Paul und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir den Max und der Max hat zwei Karten zurückbekommen, zweimal die gleiche Karte. Fast Break Blue, Franz Wagner, einmal PSA 9, einmal PSA 10, werden bestimmt beide in seinem Shop www.underpaidcollectibles.com erhältlich sein. Schaut da gerne mal rein. Sehr schöne Franzis, Only Franz. Und dann haben wir als nächstes den Oliver mit einer Karte, die zurückgekommen ist. Und es ist eine Stained Glass, Patrick Mahomes, 2020 Panini Mosaic, sehr schöne Karte, PSA 9. Bleiben wir doch bei Stained Glass und der Simon hat nämlich auch drei Karten zurückbekommen. Einmal eine Saquon Stained Glass, Saquon Barkley, gleiches Jahr wie die Mahomes eben. Hier gab es eine PSA 10. Dann haben wir Tom Brady mit dem Honeycomb müsste es sein. Genau, Tom Brady Honeycomb. Und hier gab es eine PSA 6. Habe jetzt nicht genau geschaut, was da bei der Karte sein könnte, aber bei einer PSA 6 muss schon irgendwo ein richtiger Fingernagel-Eindruck oder sowas sein. Dann haben wir auf 25 mit dem Diecard My House Black Pandora Diecard und das ist Lamar Jackson und hier gab es eine PSA 7. Dann geht's weiter mit dem Thomas. Der Thomas hat eine ganze Menge zurückbekommen, hauptsächlich Jason Tatum mal wieder. Und als erstes haben wir aber eine Giannis Rookie-Karte aus Hoops und hier gab es eine PSA 10. Dann haben wir Ja Morant mit Young Dolph und hier gab es eine PSA 9. Und dann geht's los mit Jason Tatum, einmal Aqua, Status Aqua, Jason Tatum, hier gab es eine PSA 10. Dann haben wir eine Silver Essentials auf 99 und hier gab es eine PSA 9. Die ist auf 149, einmal Chronicles Blue Limited und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir einmal Panini Contenders, Rookie of the Year Contender und hier gab es eine PSA 10. Sehr schön. Dann haben wir Kobe Bryant zwischendrin, Kobe Bryant Rookie, Skybox Premium und hier gab es eine PSA 9. Wir haben den Joker, weiß gar nicht, ob das eine Rookie ist hier vom Joker. Ja, ist relativ eindeutig eine Joker-Rookie. Und aus Excalibur, hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir Luca mit einer Rookie-Karte, Chronicles Studio. Sehr schönes Ding. Und hier gab es eine PSA 7. Dann kommen wir zurück zu Tatum. Und da haben wir als erstes Red and Yellow aus Donruss Optik, Rated Rookie. Und hier gab es eine PSA 10. Wir haben weiter Jason Tatum, diesmal mit einer Select Rookie. Und hier gab es eine PSA 10. Mehr Tatum, einmal Totally Certified und zwar die 2017er Graffiti. Und hier gab es eine PSA 10. Sehr, sehr coole Karte.
Einmal Tatum mit einer National-Karte 2018. Und hier gab es eine PSA 10, die ist nochmal auf 3,99. Und zu guter Letzt einmal Phenomenon, wieder Select Rookie, Phenomenon Insert und hier gab es eine PSA 6. Auch hier muss irgendwas Gröberes sein. Ansonsten gibt es eigentlich keine PSA 6. Gut, dann kommen wir zum nächsten Stapel. Und zwar hat der gute Mike ein bisschen was zurückbekommen. Unter anderem hier unten einen riesigen Totschläger. Gucken wir uns gleich noch an. Als erstes gab es aber mal Laser Prism Patrick Mahomes 2018. Hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir Mahomes Rated Rookie Holo. Ist natürlich eine brutale Karte hier. Gab es eine PSA 9. Dann haben wir eine Crunch Time Patrick Mahomes. Crunch Time Inserts aus 22er Donruss. Sehr, sehr beliebt, diese Inserts. Und da gab es eine PSA 9. Kommen wir zu ein paar dickeren Karten. Nick Bolton mit dem Immaculate Autograph auf 99. Und hier gab es eine PSA 7. Sky Moore mit dem Impeccable Helmet Nameplate Autograph auf 35. Und hier gab es die PSA 8. Einfach eine super coole Karte. Dann haben wir wieder Patrick Mahomes, dieses Mal mit dem Impeccable Gold auf 10. Aus 2021 Impeccable. Hier gab es eine PSA 8. Und bevor der Totschläger kommt, noch einmal Mahomes Rookie. Und zwar aus Rookies in Stars, die Base. Und hier gab es eine PSA 9. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Totschläger. Und weiß gar nicht, ob ich den Finger gut drauf bekomme. Doch, es ist Player One Material. Einmal das Logo hier, Kareem Hunt, richtig, richtig geile Karte, im Totschläger drin und hier gab es eine PSA 9. Einfach weird, einfach wild. Wild und weird. Sehr schön. Und dann geht's weiter mit dem letzten Stapel. Es sind ein paar Leute dabei, unter anderem der Alexander. Und der Alexander hat die Kate Cunningham zurückbekommen, wo da jemand sich verausgabt hat am Autograph. Es war nicht der Alexander. Und hier gab es auf die Karte eine PSA 10. Glückwunsch, Alex. Schöne Karte für die PC natürlich trotzdem. Und dann haben wir den Luca mit einer Messi. Und es ist ein Autograph auf 5. Anthony Davis, My Journey, Messi Autograph Gold. Und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir den Lukas mit einer Immaculate Desmond Ridder, Immaculate Introductions, bei mir im Break gezogen. Auf 49 ist die und hier gab es eine PSA 8. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir Matthias mit der Blank Slate Ja Morant, auch bei mir im Break gezogen und hier gab es die PSA 10. Glückwunsch, Matthias. Dann haben wir den Pascal und auf 85 hat er bei mir die Evan Mobley Blue Fast Break National Pride gezogen. Und hier gab es eine PSA 6. Ich habe leider keine Ahnung, was mit dieser Karte nicht gestimmt hat. Müsste man sich vielleicht nochmal dann unter der Lupe angucken. Sorry, Pascal. Und dann haben wir den Ringo mit ein paar Karten. Und los geht's mit Steph Curry mit dem Magnetic Four. Fur, National Treasure 2018, National, nicht National Treasure, National, Panini National, von der National Convention auf 99, jetzt habe ich es aber gleich, ey. Hier gab es eine PSA 10, sehr schön. Dann haben wir auf 50 Fast Break Purple, Shaquille O'Neal mit den Trophies, Finals MVP und hier gab es eine PSA 9. Einmal Tari Eason mit dem Black and Gold Choice auf 8, die 2 von 8, auch eine richtig sicke Karte. Hier gab es eine PSA 10. Glückwunsch, Ringo. Und dann haben wir LeBron James mit dem Unstoppable Silver aus Select. Und hier gab es eine PSA 9. Weiter geht's mit dem Pascal. Der Pascal hat drei Karten zurückbekommen. Und dann haben wir einmal Amon-Ra St. Brown mit dem Karma Autograph auf 25. Richtig cooles Ding und hier gab es eine PSA 9. Dann haben wir Mac Jones mit dem Rated Rookie Holo und hier gab es eine PSA 8. Und dann haben wir nochmal Amon-Ra St. Brown mit dem Electric Edge Purple auf 40. First of the Line Parallel müsste das sein. RPA und hier gab es eine PSA 9. Letzter Stapel. Wir haben den Sebastian, der ein paar Karten zurückbekommen hat. Und da haben wir unter anderem Josh Allen, Rated Rookie aus Donruss. Und hier gab es eine PSA 10. Dann haben wir den Tua Diecut auf 25. Tie-Dye, richtig, richtig cooles Ding. Und hier gab es eine PSA 9.
Super Great, eine 9 bei so Die Cuts. Sehr, sehr cool. Dann haben wir Josh Jacobs auf 10, XRC Gold. Rookie, auch sehr, sehr geil. Gab es einen PSA 9. Dann haben wir auf 150 einmal Anthony Miller mit dem Precious Metal Gems von 1997. Und hier gab es eine PSA 6. Dann haben wir Patrick Mahomes mit einem Rated Rookie aus Donruss mit der Base. Und hier gab es die PSA 9. Letzte Karte für die Submission ist Tom Brady mit einem Pacific Aurora aus 2000. Tom Brady Rookie Karte. Und hier gab es eine PSA 9. Und das war's dann auch wieder. Wenn ihr Karten aus den Group Breaks von mir und Dennis the Ripper zum Graden einreichen wollt, bei BGS oder bei PSA, sagt mir gerne Bescheid, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Dieser große, umfangreiche Grading Service, wozu diese ganzen Returns hier noch gehören, den gibt es nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem Video und lasst gerne Like da, gerne Abo da lassen, gerne auch kommentieren diese Review-Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rickman, Grades.